Einen wunderschönen Donnerstag, recht herzlich willkommen zum Klassiker, dem Sesseltag. Optimal würde ich sagen für alle Einsteiger, die lieber gerne sitzen und zuschauen. Also da kann man gerne mal ein bisschen probieren. Ich sage aber trotzdem, wenn es geht, bitte bei den einzelnen Übungen aufzustehen. Und ich weiß, viele wissen schon, wir werden einen solchen Sessel hier für die Übungen heute noch benötigen. Gut, wie gehen wir es an? Erste Übung. Ja, wir verschränken unsere Arme hier vorne und jetzt beginnen wir ganz locker mal hier nur mit dem Oberkörper zu kreisen. Wirklich sanft beginnen zu kreisen. Stehend oder sitzend. Und wie ich schon in der Begrüßung gesagt habe, für alle Damen und Herren, die immer nur noch zuschauen oder die nur zuschauen, probiert es einmal, geh mal, komm, probiert es einmal. Nach vorne geht schon. So einfach ist es. Und ihr werdet feststellen, es tut einfach gut. Dann kann ich größer werden von meiner Bewegung her. Größer. Dann wechsle ich einmal die Richtung. Ja, mache einmal einen Richtungswechsel. Ich stehe jetzt einmal auf. Ja, stehe mal auf. So. Kreise in die eine. Und dann mache ich wieder einen Richtungswechsel. Kann dann natürlich, wenn ich merke, dass es gut geht, größer werden von meiner Bewegung her. Atmung fließen lassen, ganz wichtig. Ja, und das kann wirklich jeder machen, gell? Da gibt es keine Ausreden. So, jetzt setzen wir uns nieder, weil jetzt brauchen wir einen Sessel für unseren Twister, der folgendermaßen aussieht, Beine ungefähr 90 Grad. Jetzt greife ich mal mit der einen Handfläche her und jetzt öffne ich, gehe nach hinten, versuche dem Daumen nachzublicken, atme ein. Komm mit der Ausatmung nach vorne, setze ab, andere Seite öffne, atme ein, gehe nach hinten, komm nach vorne, setze wieder ab. Ja. Der Twister. Geh nach hinten. Na, die Hummel da. Die wird erfreut haben, wenn ich da dauernd hineingreife. Eins. Und wieder öffnen. Groß werden. Da vorne. Wirklich schauen hier. Zu öffnen. Einatmen. Auch da wieder sanft beginnen, also nicht gleich nach hinten reißen, sondern schauen, okay, komme ich so, wie weit komme ich so, so, wie weit geht's und komm dann wieder nach vorne. Ja? Einfach Zeit lassen. Ja? Es wird dann besser. Ja? Mit der Einatmung gehe ich nach hinten und komme wieder nach vorne. Ja? Wieder nach hinten gehen. Gescheit mobilisiert geht's wieder hinein in den Tag. Ja, und diese Übungen kann ich untertags immer irgendwo einfließen lassen. Sei es im Büro, in der Schule, wo auch immer. Eins. Und wir gehen nach hinten. Kommen nach vorne. Jetzt machen wir noch jede Seite einmal. Ja. Eins. Kommen nach vorne. Jetzt die andere Seite. Und kommen mit der Ausatmung wieder nach vorne. Sehr schön. Wir müssen kurz schauen auf meinen Schummelzettel. Denn jetzt kommt die nächste Übung, der doppelte Durchblicker. Ja? Sieht folgendermaßen aus. Beide Handflächen, also Arme gestreckt, Handflächen blicken zueinander. Jetzt stellen wir auf. Ja? Jetzt praktisch klappt eine Handfläche, in meinem Fall die rechte nach innen, die linke oben drauf. Und jetzt ziehe ich nach hinten. Wichtig! Ich schaue, wie weit es geht. Ja? Nicht da mit dem Kopf durch, sondern wirklich, wie weit geht es? So, 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 wie weit komme ich? Zieh nach hinten und komme wieder nach vorne. Klappe wieder auf, zack. Ja? Und jetzt klappt die andere Hand zunächst rein und dann die andere oben drauf. Und das machen wir immer im Wechsel. Das heißt, wir haben gleich eine koordinative Aufgabe. Denn jetzt klappt zum Beispiel wieder die rechte zuerst und die linke dann drauf. Und beim nächsten Mal ist umgekehrt. Ja, das heißt, die linke klappt zuerst und dann die rechte. Ja, da muss man sich schon ein
bisschen konzentrieren. Geh nach hinten und mach wieder auf und wieder. Und echt wirklich drauf achten, ich zeig's mal im Stehen kurz her, wenn er nach hinten geht, zack, zack. Echt nicht da so durchschauen durchs Fenster, sondern wirklich schauen, wie weit komme ich. Zieh nach hinten, geh nach vorne, Klappe wieder auf, komm zurück, andere Hand klappt nach innen rein und ich gehe wieder nach hinten. Ja, setz mich wieder nieder, komm nach vorne, zieh nach hinten. Die Übung zum Beispiel habe ich von einem Freund von Tommy Schmal, vom Dr. Lukas Brandner. Ja, und klapp ein, zieh nach hinten und locker aus. So, jetzt geht es ein bisschen an den Bizeps, den wollen wir jetzt richtig schön aufpumpen. Das heißt, ich umfasse hier mein Handgelenk und jetzt versuche ich da richtig schön nach oben geht. Das heißt, der Druck kommt von unten nach oben, aber gleichzeitig mit der anderen Hand drücke ich nach unten. Das heißt, den wollen wir richtig hier schön aufpumpen. Unseren Bizeps. Und das geht natürlich auch im Stehen, geht das auch. Ja? Wie gesagt, wenn es geht, bitte aufstehen. Drückt man da nach oben. Ich mache es bitte weiter, muss man meinen Stoppel wieder mehr richten. Ah, da schon, die Sonne kommt raus. Herrlich. Das ist positive Energie. Zieh nach oben. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und 1. Lockern kurz aus. Wo sind wir? Da? Ey, bei dir. Okay, gut. So, umfassen wir wieder. Handgelenk. Und das gleiche mit dem anderen. Also der Druck von unten nach oben, aber gleichzeitig von oben nach unten. Jawohl, den pumpen wir. Der eine Herr, der freut mit uns. Oder wir pumpen, dass er kommt, der Bizeps. Jawohl, zack. Und wir haben noch 5. 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Kurz auslockern. Ja, ich merke, das Kabel hängt mir da hinten runter. So, nächste Geschichte, unsere Liegestütz. Bitte, ihr könnt gleich mit dem Liegestütz beginnen. Macht so viel ihr könnt in eurer Geschwindigkeit, Bewegungsgröße, wie auch immer. Für alle Damen und Herren, für die Einsteiger, sitzend geht es auch. Ja. Das heißt, stützt wieder ab. Geh nach unten und die Kraft kommt hier aus den Armen. Ja, geh nach unten, drück mich nach oben ab. Kraft kommt aus den Armen. Ja, geh nach oben, drück mich ab. Sehr gut. So, dann kann ich natürlich das Ganze bei einer Wand, ich erkläre es immer gerne, stelle mich hin, ja, geh zurück, vor, zurück. Kann den Winkel dann natürlich immer mehr verändern, desto schräger bin. Kann mir auch gerne auf einen Sessel zum Beispiel anhalten und versuchen, aber da wichtig, dass er rutschfest ist. Oder ich gehe jetzt an meinen Boden runter, warte, wie machen wir es? Geht da runter. Ja, in der Einsteigervariante unsere Handflächen praktisch unter der Schulter. Ja, und jetzt gehe ich da praktisch nach unten, zack, und mache so meine Liegestütz. Kann hinten meine Beine überkreuzen. Mache so. Und wenn ich merke, dass es gut geht, nehmen wir mal an, wir sind da. Ja, dann gehe ich in die klassische Position und das machen wir 10 gemeinsam. Ja? Bereit? Okay, auf geht's, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte 1. Komm nach oben und richte mich wieder auf. Sehr gut. Gerade, dass ich noch aufkomme. Gut, jetzt können wir uns niedersetzen. Ja? Und zwar, wir schauen, dass wir mit unseren Handflächen Fingerspitzen Richtung Boden kommen. Dazu neigen wir uns nach vorne, können uns da entlang nach unten tasten, gehen mit der Ausatmung nach unten, kommen nach unten. Geht natürlich auch
im Stehen auch. Ja. Gehen wir nach unten, bleib in der Position. Richte mich langsam auf, geh nach oben, atme ein, geh wieder nach unten mit der Ausatmung. Schau, wie weit ich komme im Stehen, zum Beispiel so. Oder komme ich ganz nach unten, dann kann ich zum Beispiel sitzen oder stehen, versuchen, das Kinn Richtung Brust zu ziehen, um zu intensivieren. Komm wieder mit der Einatmung nach oben. Und einmal gehen wir noch nach unten. Einmal noch nach unten. Einmal noch geht's noch. Unten. Und jetzt in der Profi-Variante im Sitzen, das heißt Kinn zur Brust, Fersen aufstellen. Ja, im Sitzen. Ja. Oder wie gesagt, ich bin unten. Und ich komme schon langsam wieder nach oben. Sehr gut. So, den Bauch. Schräge Bauchmuskulatur, die wollen wir jetzt auch noch kräftigen. Dazu ganz wichtig, da in der Körpermitte, da sind wir stabil. Bitte achtet immer darauf, dass ihr aufrecht steht. Sehr gut. Gebt die Arme gerne vorne zusammen und jetzt geh einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. Ich kann jetzt aber auch noch zum Beispiel das Gesäß, also den Nabel, das der nach innen zieht, dann versucht das Gesäß anzuspannen, umso intensiver wird es. Wichtig dabei, dass wir hier stabil sind. Ja, wir trauen da nicht so aus, ja, sondern genau da wollen wir spüren. Dann sind wir richtig. Wenn wir es da fühlen, sind wir richtig. Und Zeit. Jawohl. Sehr schön. Geh in die Seite. Ja, da bleiben wir schon dran. Sehr gut. Komm noch zu euch. Gesäß anspannen, wenn es geht. Nabel zieht nach innen. Kurze Pausen sind erlaubt. Und geht schon, komm. Und wir bleiben dran. Jawohl. Unten. Und wir haben noch 5. 4. Noch 3. 2. Und 1. Sehr gut. So, nächste Übung, Knieboden. Dazu können wir uns wieder niedersetzen. Ja. Und zwar, Kraft kommt hier aus dem Rücken. Das heißt, ich gehe wirklich nach vorne, versuche Richtung Boden zu gehen, komme nach oben und richte mich auf. Immer darauf achten, Nabel zieht nach innen. Wie gesagt, Kraft kommt aus dem Rücken. Das ist unsere Übung. Ja. Kraft kommt aus dem Rücken. Geh nach unten. Lege meine Handflächen hier ab. Jawohl. Sehr gut. Ja, es sind die täglichen 20 Minuten, die extrem viel bringen. Das heißt, wir investieren relativ wenig Zeit und bekommen sehr viel zurück. Ja. Ein besseres Körpergefühl. Es geht uns mental besser. Ja? Ich sage immer, von nichts kommt nichts. Gell? Nach unten gehen. Mein Stopperl, jetzt nervt es mich schon. Geh nach unten. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Ja. So, wir bleiben sitzen, ja, bitte ganz wichtig, bleiben sitzen, und zwar machen wir Folgendes, wir heben an, greifen unterhalb hin, gehen in die Streckung und jetzt geht es darum, ja, Zehenspitzen nach vorne, ja, und Zehenspitzen zurück, das heißt, ja, da sind wir, ja, genau, da haben wir vorne den Schienbeinmuskel, ja, und dann haben wir da die Wade, ja, zack, vor, zurück, das heißt, wir aktivieren da auch gleichzeitig die Venenpumpe. Sehr gut. Können wir darauf achten, dass wir aufrecht sitzen. Vor, zurück. Ja, geht ganz gut.
Wir können dazwischen auch schon das Bein wechseln, wenn ihr möchtet. Ja? Aber wenn es geht, bleiben wir noch dran. Also richtig, dass wir hier spüren, vorderer Schienbeinmuskel, ja? Dehnung hinten und jetzt umgekehrt. Ja? Zack, vor, zurück. Beinwechsel, ah, da sind wir. Ja? Beinwechsel, wieder hingreifen, Streckung gehen und auch hier. Zehenspitzen ziehen zu uns und entfernen sich. Ja, gleichzeitig auch eine Sprunggelenksmobilisation. Vor, zurück. Super. Und wie gesagt, es gibt wirklich keine Ausreden mehr. Du kannst diese Übungen überall machen. Du brauchst kein Equipment, keine Sportkleidung. Das kannst du überall einfließen lassen in den Alltag. Es ist so einfach. Ich weiß ja, so einfach, dass es schon wieder schwer ist. Okay, so. Wir gehen jetzt Radl fahren. Ich setze mich jetzt am Boden runter. Man kann es natürlich im Sitzen, also im Sessel auch machen. Und zwar, gehe ich jetzt da runter. Ja. Schauen, dass ich eine gescheite Position habe. Ah, meine Akku-Bags da hinten. So, und jetzt beginne ich hier zum Radl fahren. Jawohl, da fahren wir schon. Mal vor, zurück, ja, und für alle Damen, ihr macht es bitte weiter, für alle Damen und Herren, die sich schwer tun, nur sagen mit den Beinen, das geht nicht, ihr könnt den Handergometer machen, vor und wieder zurück, okay, aber das kennt ihr eigentlich ja da auch, ich kann ja die Arme dazu nehmen, kann gleichzeitig mit dem Handergometer auch hier mitkurbeln und dann nochmal zurückkurbeln. Und wieder nach vorne kurbeln. Einmal kurz absetzen. Jetzt mal schauen, wie lange haben wir noch. Von der Zeit ist immer wichtig. Ja. Einmal geht es noch. Gehen wir, komm, noch einmal in die Position. Also entweder nur mit den Beinen oder wir nehmen die Arme mit dazu. Und einmal geht es noch nach hinten. Und wir haben es. Super, optimal, sehr schön. So, jetzt noch der heiße Stuhl. Ich finde, der darf nicht fehlen. Ist auch gleichzeitig eine wunderbare Übung für Technikübung für die Kniebeuge. Schauen, dass wir da 90 Grad sind. Und jetzt gehen wir nach oben. Versuchen wirklich übers Gesäß nach oben abzudrücken. Ja. Nicht so viere und so stehen wir nicht auf. Ja, so wirklich versuche, ich kann mich ja gerne mal auch, wenn es anders geht, versuche ein bisschen abzustützen. Schau, dass ich nach oben komme. Kaum beim nach unten wieder. Ja, nur wenn es sein muss, aber versucht es wirklich. Geht nach oben, setzt euch nieder, kurzes Pausel. Und natürlich die fortgeschrittenen Profis, die gehen nach oben. Darum heißt es ein heißer Stuhl. Nur kurz berühren, ins Sessel und wieder nach oben gehen. Umgehen. Sehr schön. Jawohl, super, und bleiben wir noch dran, sehr fein, und 3, 2, und 1, so, jetzt können wir uns niedersetzen, geht's weiter vor ein Spitzel, und zwar dehnen Oberschenkelrückseite, da zur Ferse hinein in den Boden, und jetzt neige ich mich nach vorne, damit ich da hinten die Dehnung spüre. Bitte sanft beginnen. Sanft beginnen. Neige ich mich nach vorne. Lass die Atmung fließen. So, dann wechsle ich. Anderes Bein. Da neige ich mich nach vorne. So, da hinten, wenn wir die Dehnung spüren, gehe nach vorne. Atmung fließt. Super. Und jetzt gibt es noch eine Übung, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Dehnen bei Reform ist. Da schon. Ja, und zwar, aber bitte nur dort, wo es keine Knieprobleme gibt. Und zwar, ja, abgelegt und jetzt versuche ich mit meiner Nasenspitze Richtung Großzehe zu kommen. Atmung fließen zu lassen. Sanft beginnen. Ja, merkt, es geht immer besser, gell? Ein bisschen
Jetzt der Wechsel. Anderes Bein. Auch da wieder versuchen, langsam nach vorne zu gehen. Mit der Ausatmung. Da sind wir. Herrlich, oder? Ja, optimaler Start. Auch am Donnerstag, also auch der Sesseltag, der kann so richtig. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, dann Wochenfinale, obwohl Wochenfinale, wir tun eine Samstag, Sonntag auch. Die Freitagseinheit wünsche ich einen schönen und wie immer heißt es, trinken, 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 die Zelle, die muss schwimmen. Boom. Boom, 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 boom.